ich nichts machen. Oh, verdammt. Da kann ich nichts machen. Was mache ich da? Ich kann jetzt entweder versuchen, weiter taktisch vorzugehen. Oder ich kann einfach versuchen, nicht von diesen Spinner getroffen zu werden. Beides geht. Beides geht. So, erstmal klopfen wir ihn hier kaputt. Oh, ich hasse es. Ja, gut, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ich versuche es erstmal weiter. Habe erstmal eben halt nur eine Waffe. So, Monsterratte wurde getötet. Schön. Es sollten nicht allzu viele von diesen Veteranen... Ach, nicht tauschen. Es sollten nicht allzu viele von den Veteranen kommen. Aber selbst... Oh Gott, das wäre schlimm. Das wäre alles furchtbar. Egal, was passiert. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Nein, es ist voller Ratten. Es ist auch furchtbar. Aus dem Weg. Ich habe jetzt keine Lust auf Ratten. Aber ich habe Lust auf Fässer. Ja, wollen wir mal gucken, was diese ganzen Fässer bringen. Leeres Fass, blau und blau. Also wir haben orange und blau und blau. Hm, was sagen meine Notizen denn? Ja, wo steht das ja? Da. Gut, orange, Intellekt, blau, Charisma. Ja, das ist ja dann einfach. Geben wir einfach mal hier unseren Heinz Börner. Der kann auch mal ein bisschen besser zaubern von mir aus. Und Intellekt geht an, lieben Weehawk Klein. Schalter drücken, glücklich werden, glücklich sein und abhauen. Ab in die nächste Richtung. So viel... Oh, es dürfte nicht allzu schlimm hier werden. Es dürfte eigentlich echt nicht... Oh, wow, 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 wow. Wo kommt ihr denn her? Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Aber es sind ja nur drei Soldaten. Nichts Größeres passiert. Nichts... Oh Gott, jetzt habe ich dir Charisma gegeben. Das gibt's doch nicht. Jetzt auszusehen, darauf geht. Du bist doch nicht... Du bist hässlich. Du kannst gar nicht gut aussehen. Gut, was ist hier drin? Wahrscheinlich werde ich es gleich raussehen. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ach du Scheiße. Hier, nimm eine Faust, du Arsch. Verbrennt in der Hölle. Nimm irgendwas. Oh Gott, verreckt alle. Wie mache ich das? Oi, 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 oi. Oi, einer ist tot. Yeah, gibt noch eine fliegende Faust für dich, du Penner. Haha, ich hab dich getroffen. Und, ja, verbrennt. Arsch. So. Gehen wir das doch mal langsam an. Ein nach dem anderen. Wir rennen jetzt erstmal weg. Lass uns ungern hauen. Und ballern weiter. Erstmal hier den Veteran loswerden. Das ist erstmal am wichtigsten. Nicht hauen. Nicht hauen. Verschwinde. Wieso mache ich gerade so wenig Schaden? Das finde ich nicht gut. Verschwinde. Also hier in dem Feuerstrahl. Geh weg. Oh, puh. Aus dem Weg. So, jetzt können die nächsten kommen. Ich warte. Okay. Ihr wollt nicht kommen? Das ist mir recht. Dann hau ich euch eben alle so jetzt nacheinander um. Ach Gott. Wo kommst du denn her? Heilen. Aus dem Weg. Wir haben den irrsinnigen Cyberstarsch auf unserer Seite. Ihr könnt nicht gewinnen. Oh Gott. Feuerwelle. Oh, Feuerwelle sitzt immer sehr gut. Besonders wenn man direkt vom Gegner wieder steht. Feuerwelle ist wieder einer von diesen typischen Zaubern, die einfach überstark sind, wenn man direkt vom Gegner steht. Aus dem Weg, Soldat. Aus dem Weg, Soldat. Ich muss hier lang. Ich bin dein Meister. Schau. Noch einer. Ich bin auch dein Meister. Ich bin von euch allen der Meister. Auch wenn ihr alles Dragoner seid, ich bin der Meister. Meister! Aus dem Weg. Oh, sollen wir mal Geld einsammeln, weil ich der Meister bin. Der Meister kriegt all das Geld, was er findet. So ist das nun mal. Aha, sogar Weehawk. Weehawk wollte ich schon sagen. Ja, doch, Weehawk stimmt so. Oh Gott, ich will immer Cyberstarsch und Weehawk verkaufen. Was ist das? Weehawk sieht in keinster Weise... Naja, doch, ein bisschen Ähnlichkeit hat er schon, wenn ich mir so das Porträt ansehe. Ja, doch, dieses sabbernde Gesicht hat doch schon Ähnlichkeit mit Rüdiger. Schön. So, geht jetzt alles aus dem Weg. Ist doch nicht so stark geworden, wie ich dachte zuerst. Aber wie ich das Spiel kenne, sind noch mehr Gegner zu der linken und rechten Seite platziert worden. Das werden wir jetzt herausfinden. Ach, doch nicht. Ich habe mal Glück gehabt. Gut, ich habe diesen riesigen Raum habe ich schon mal ausgerottet. Das ist schon mal etwas wert. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, hier noch ein bisschen Geld. Und wie ich nun mal bin, ja, hebe ich das Geld von der Straße auf oder in diesem Fall neben den Tisch. Oh, wow, 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 wow. Aus dem Weg. Einmal wegrennen und aus der Distanz besiegen. Wir benutzen auf jeden Fall die Fightings-Taktik hier, weil so will ich den Typen nicht töten. Außer, rennt weg, der Typ, der kommt da angeradet. Oh Gott, geh bloß weg. Alle aus dem Weg, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, geh weg, nein, nicht hauen, oh Gott, nicht wieder her, lass ihn in Ruhe, heilen wieder einmal Heinz Börner, okay, aus dem Weg bitte, ich habe einen verrückten Veteranen hinter mir her, laufen, sehen, wann kommt der, hat den jemand gesehen, kann ich von mir aus treffen, nein, okay,
Oh Gott, jetzt hat er den Weg doch noch da rausgewonnen. Ich wollte mich gerade wieder an ihn ranschleichen. Stirb! Du kommst niemals hier ran. Oh Gott, nimm die fliegende Faust, du Arsch! Oh. Ja, geh weg, geh weg! Oh, kaputt gemacht. Und kaputter Veteran ist guter Veteran. Die schlimmsten Gegner, also nicht die schlimmsten. Oh, ich will mal sagen, es sind die schlimmsten Gegner. In dem Moment ist es echt der schlimmste Gegner, den ich mir vorstellen kann. Na, zum blöder Veteran. Die Sache, der eine war schon schlimm und jetzt kommen so viele in den Punktflug. Sterb. So, jetzt kommen so verdammt viele Veteranen. Warum? So, Funkenflug hinsetzen. Haben sie sich gleich was, worüber sie sich freuen können. Nimm noch mehr Funkenflug. Sehr schön. Nimm Feuerstrahl. Sehr schön. Nimm Funkenflug. Sehr schön. Da stirbt am Funkenflug und allen sonstigen Sachen, an denen man sterben kann. Ach Gott, da kommt der andere Verrückte schon wieder. Da kommt er ja. Hier, Funkenflug für dich. Gratis. Aua! Oh Gott, nimm das. Oh, aua, aua, aua. Der haut auf jeden Fall zu. Doch nicht. Du warst nicht schnell genug. Ich verschwinde. Ich will nicht mit dir kämpfen. Okay, ich treffe ihn, aber er kommt nicht durch die Tür. Das ist gut. Doch, jetzt kommt er durch die Tür. Aus dem Weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh Gott, nein. Aua. Oh, geh weg, ich hau dich. Ich hau dich kaputt. Ich hau... Oh, ich treffe nicht. Ich... Nimm fliegende Faust. Oh, so. Gott, ihr müsst treffen. Ihr müsst einfach mal... Ich fasse das alles. Ihr seid alle so doof. Ich muss mir, glaube ich, doch mal spirituell den Dingensgrad holen. Den Expertengrad, damit ich hier mal Gruppensegen aktivieren kann, weil sonst hat das irgendwie alles keinen Sinn. So, hallo, wo bin ich hier gelandet? Gehen die Dinger hier hoch, wenn ich die versuche zu öffnen? Probier es aus. Nein, und es ist gar nichts drin. Super, welche eine Überraschung. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ihr habt es geschafft, mich zu überraschen. Wirklich. Voll. Oh Gott, der hat mir jetzt irgendwie erschreckt. Kann schon so ein bisschen vor. So, hier kann ich nicht einfach so durchrasen durch diesen Dungeon. Ihr merkt es schon. Das ist nicht witzig. Das ist kein witziger Dungeon. Geht der Funkenflug. So, aus dem Weg. Aus dem Weg, aus dem Weg. Geh weg. Oh Gott, was war das denn noch gewesen? Wieso ist denn noch ein Funke explodiert? Aua. Geh weg. Achso, das hinter dir ist eine Fackel. Ich wundere mich schon. So, schleichen wir uns mal ran. Ganz sachte. Okay, der haut zu, der Verrückte. Nicht. Mach nichts Falsches, du Verrückter. Bescheuerter Spinner da. Ach Gott. Renn doch ruhig weiter hinten herum. Aber komm nicht zu mir. Oh Gott. Nein. Ich hasse es, wenn er da ist. Ich hasse es, wenn du da bist. Ich treffe mich wahrscheinlich selber mit dem Funkflug, aber was soll's. Aua. Ich habe so viel Schwein gerade, dass der mir nichts kaputt macht. Aber der kommt da bestimmt gleich wieder zu. Der haut mir gleich wieder was kaputt. Aua. Aua, geh weg. Ja, renn weg, genau. Renn um dein Leben. Renn weg. Ja, du kannst ruhig auf dein Bett schlafen gehen. Welch ein Abgang. So, und du auch. Du legst dich in der Ecke pennen, weil das Bett besetzt ist. Auch nett. Du hast es, aber was hast du erreicht? Du hast nichts erreicht. Du hast diesen blöden Kasten aufgemacht, wo nichts drin ist. Schön. Okay, was haben wir hier? Und noch mehr Veteranen. Oh, wir bleiben verschont vom Veteranen. Das glaube ich ja jetzt fast gar nicht. Nee, da muss noch mehr sein. Hallo? Das kann ich alles gewinnen. Oh, hallo. Ja, ich wollte schon gerade sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht gewesen. Aus dem Weg. So, ich hau dir so auf den Deckel. Ich lasse dich... Du Arsch. Ich kann nichts machen. Du Arsch. Okay, ich habe einen Ersatzbogen dabei. Wenigstens das mal. Wenigstens habe ich mal einen Ersatz dabei. So, Knochen verschieben. Wow. So, dein Schwert muss auch noch repariert werden. Ich fasse das alles nicht. Der hat meinen Bogen kaputt gekloppt. Du Arsch. Mit ganz vielen R's. Ja, so, weiter geht's. Ich muss sehen, wo wir jetzt hingehen. Ihr merkt, diese Veteranen, also an sich sind die Gegner... Ja, ich renne hier einfach rein. An sich sind diese Gegner hier nicht schwer. Es sind nur die verdammten Veteranen. Es sind die verdammten Veteranen, die diese ganze Sache jetzt so derbe schwer machen. Damit einfach Feuerwellen lässt sich hier einfach mal alles wieder überrennen. Wundervoll. Ich plege mich hier gleich mal einfach mal pennen in engen Raum. In Hoffnung, dass ich hier gut regeneriert werde. So, ohne dass irgendwie ein Spinner hier vorbeikommt. Bam, bam, macht. Auch wenn meine ganzen Waffen kaputt sind. Die anderen Leute, die können mir auch gar keine Effekte zufügen. Nur diese blöden Veteranen, die andauernd mit ihrer Axt meine Waffen kaputt hauen. Wieso können das nicht andere Leute? Also ich meine, die schießen mit Zaubern, die schießen mit ätzenden Säurestrahlen, die anderen spüren, die schießen mit explodierenden Feuerbällen. Nein, da gehen die Waffen nicht kaputt, aber so eine Axt. So eine Axt, das ist ja was ganz anderes. Ah, au. Ach, verdammt. Oh.
Ja, falls wenn ihr so einen sabbernden Typen versuchen lasst, so eine Truhe zu öffnen, was erwartet ihr? Nicht. Ja, das war mir klar, dass du hier nicht fern willst. Oh, seine Augen leuchten. Mal sehen. Wo können wir uns denn schlafen legen? Ja, nicht. Ja, danke schön für den Tipp. Hier nicht. Ja, ich will mich irgendwo schlafen legen. Hier nicht. Ich will irgendwo schlafen. Okay. So, speichern wir mal ab und schauen mal, was passiert. Bäm, bäm. Doch nicht. Glück gehabt. Alles anmachen, was wir anmachen müssen. Tag der Götter muss auch an. Hallo, klingelingeling, ding dong, bum bum bum. Tag der Götter. Wundervoll. So, dann gibt es gleich nochmal einen Segen. Für euch beide. Ja, sehr schön. Ich gebe ihm einfach mal das kaputte Schwert in die Hand. Vielleicht macht er damit ja noch ein bisschen Schaden. Kann ja sein. So, Tag der Götter ist an, aber noch nichts weiter. Was bringt mir das denn jetzt? Was habe ich mir denn dabei gedacht? Ach, verdammt. Jörg, du brauchst mir zu lange. So. Segen. Segen für dich und Segen für diesen sabbernden König da neben mir. Sabberman, los, gib dein Bestes. Sehr gut. Ich kann ja auch einfach allen Segen geben. Das Ding, das hält doch eh, was weiß ich, wie lange Segen. Ach Gott, das hält doch nicht so lange. Ärgerlich. Veteran, voraus. Oh Gott. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz, oder? Das ist doch alles nicht wahr. Naja, versuchen wir es mal ranzuschleichen wieder. Es klappt hier nicht. Es will hier einfach nicht klappen. Es will hier nicht klappen. Diese Gegner sind nicht dumm. Ach Gott. Ich kriege ja zu viel bei. Okay. Wir müssen ganz... Ach, verdammt. Ach, das will nicht klappen. Es will einfach nicht klappen. Geh aus dem Weg.